Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von mir. Und es geht natürlich wieder einmal um das Thema Nähen, Näharbeiten, beziehungsweise heute etwas ganz Spezielles. Ich möchte euch nämlich hiermit eine ganz kleine Ärmelkunde geben. Ärmel ist ein riesengroßes Thema. Das haben wir ja vor allen Dingen in der letzten Zeit gesehen, wo wir Ärmel eingenäht haben, wo die Kommentare kamen, was ist da vorne, was ist hinten, oh, hast du vielleicht den Ärmel falsch eingenäht? Und genau dazu möchte ich ein bisschen was sagen. Da geht es nochmal um die Rundung, da geht es um verschiedene Ärmelformen und ich zeige euch auch im Laufe dieses Videos ein bisschen etwas von der Geschichte des Ärmels, was man da alles machen kann und zeige euch auch, wie ihr zum Beispiel einen schönen Puffärmel selber aufdrehen könnt aus einem normalen Ärmel, den ihr eigentlich für ein Teil habt. Also, habt ihr Lust? Dann schaut bitte zu! Was könnte man erstmal grundsätzlich noch zu Ärmeln überhaupt sagen? Ja, ein Ärmel ist ja eigentlich ein Teil eines Bekleidungsstückes, das unseren Arm bedecken soll bzw. eigentlich warm halten soll. Aber ganz ehrlich gesagt hat der Ärmel auch viele, viele andere Möglichkeiten und auch Funktionen. Denn ein Ärmel ist genau wie alles andere bei einem Kleidungsstück nicht nur der Mode unterworfen, sondern auch Geschmackssache. Ein Ärmel kann kurz sein, lang sein, eng, weit, bauschig oder gewisse Kombinationen sogar für den Ärmel in das Design reingebracht werden und somit dem Kleidungsstück immer eine eigene Note und seine eigene Mode damit zu kreieren. Und so möchte ich euch bei dieser kleinen Ärmelkunde erstmal generell nochmal was sagen zu Vorderarm, Hinterarm, zu verschiedenen Kugel- oder Armmöglichkeiten. Ich habe jetzt zum Beispiel hier von einem Blusenschnitt von mir, ihr seht, das ist die Größe 38, das ist mein sogenannter Vorderärmel. Und ihr könnt eigentlich sehen, das ist ein ziemlich weit geschnittenes Teil, es ist jetzt keine ganz enge Bluse, ist eher so eine Tunika-Geschichte. Aber selbst bei diesem relativ kleinen Kugel, ich würde es sogar noch nicht mal als Kugeln bezeichnen, denn es ging ja darum, was ist vorne, was ist hinten. Das ist mein Schulterpunkt. Wenn ich zum Beispiel bei diesem Blusentunikaschnitt jetzt meinen Schulterpunkt einmal umschlage, um zu sehen, was habe ich wo ganz genau. Und das war ja meine Erklärung bei euch. Dann sage ich, ein Hinterärmel hat grundsätzlich mehr an Weite als ein Vorderärmel. Wenn ihr einen Ärmel zusammenschlagt, das heißt nicht unbedingt, dass ihr hier Seitennaht auf Seitennaht schlagen müsst, sondern ihr müsst euch ein bisschen schon nach der Schulter richten, denn von da, sofern die Schulter genau mittig auf der Schulter liegt, wenn es eine vorverlegte Schulter ist oder zum Rücken hin verlegte Schulter ist, dann ist das natürlich anders, dann könnte es sein, dass der Schulterknips hier ist, falls die Schulter da ist, oder auch hier. Dann müsst ihr aber trotzdem so ermitteln, wo ist die effektive Schulter bei einem normalen Schnitt und von daher umschlagen. Aber nun seht ihr, habe ich hier noch einen anderen Schnitt hingelegt. Und zwar ist das von einem Herrenhemd. Und da könnt ihr sehen, von der Weite her ist es gar nicht so viel anders. Das ist ein Herrenschnitt, ein Herrenärmel, der muss ja ein bisschen größer sein. Aber ein Herrenhemd, der Ärmel, das ist ja auch viel, viel weiter. Aber nun schaut euch das an, wie die sogenannte Armkugel da geschnitten ist. Der hat ja eigentlich gar keine Kugel. Das seht ihr hier. Das wird immer flacher. Und das ist nicht nur so bei einem Herrenhemd. Das ist zum Beispiel bei den meisten Sweatshirts so, bei Sportbekleidung zum Teil so. Wenn das weit geschnitten ist, dann hat das so eine flache Armkugel, ganz typisch zum Beispiel bei einem Anorak auch. Und auch hier, das ist jetzt hier mein Schulterknips, hier ist vorne und ich sehe das auch hier dran, denn hier ist ja mein Ärmelschlitz. Ärmelschlitz ist ja immer hinten oder seitlich gesehen. Und wenn ich nun, obwohl ich da ja eigentlich gar keine Weite drin habe in so einem Herrenhemd, wenn ich nun hier genau wiederum
auf meinen Schulterpunkt das schlage, auch da sehe ich wieder, wie viel mein hinterer Bereich höher ist. Und wenn ihr euch nur vor den Spiegel stellt mal, ohne euch vorm Spiegel dann in die Brust zu schmeißen und den Rücken nach hinten zu ziehen, weil so stehen die wenigsten von uns da, dann schaut mal euren Körper an und dann werdet ihr sehen, dass ihr im Rückenbereich bei der Schulter, dass das einfach ein größerer Bereich ist wie der vordere Teil. Deshalb, also, egal was andere sagen oder schreiben, es sei denn, es ist ein Modell extra so gefertigt worden, dass aus irgendeinem Grunde da vorne ein bisschen mehr ist. Aber richtig ist es, dass der Hinterarm immer etwas mehr an Weite hat, sofern er Weite hat. Die meisten Sachen sind ja hier bei so einem Hemd, da ist ja gar keine Weite. Und trotzdem ist das erhöht, sag ich mal. Okay, das wären die beiden schon mal normalen Ärmel für Bluse, Tunika, Hemd, Anorak zum Beispiel. Aber nun schauen wir uns den klassischen Ärmel an, den ich zum Beispiel in dem Video gemacht habe, wie ich den Sakko gearbeitet habe. Und jetzt könnt ihr schon den großen Unterschied sehen zwischen Ärmel und Ärmel und Ärmel. Und wenn ich das jetzt hier einmal Naht auf Naht, ihr seht ja, das sind meine Nahtzugaben, wenn ich das quasi aufeinander lege, wie es dann genäht ist, und jetzt seht ihr logischerweise, das ist jetzt wieder mein Hinterärmel, das ist mein Vorderärmel, so wie er konstruiert wurde. Und wenn ich nun meinen Schulterpunkt, der auch bei mir hier mittig in der Schulter liegt, wenn ich das nun umschlage, genau auf meinen Schulterknips, und jetzt könnt ihr sehen, je klassischer, je genauer ein Ärmel gearbeitet ist, desto mehr hat der in der Weite. Hier dürft ihr euch jetzt nicht dran stören, denn diese Naht war ja vorverlegt in meinem Schnitt. Die ist nicht seitlich unterm Arm, sondern die Seitennaht, dieses Teil ist quasi hier noch dran und die eigentliche Seitennaht vom Teil, die liegt ungefähr hier. Aber hier könnt ihr dran sehen, je klassischer ein Ärmel gearbeitet ist, sprich wie bei einem Sakko, einem Pleaser, bei einem vom Maßschneider gefertigten Teil, dann habt ihr immer dieses Bild und das ist korrekt und dann brauchen wir da gar nicht drüber diskutieren, dass das mein Vorderärmel ist und dass das mein Rückärmel ist. Selbst wenn das jetzt in einem geschnitten wäre und nicht ein zweiteiliger Ärmel wäre, würdet ihr das so genau erkennen können. Okay, kommen wir zu was anderem. Wie versprochen, ein paar Abänderungen, die wir machen können. Nehmen wir zum Beispiel mal ein kleines Ärmelchen, das ungefähr so die Form hat. Ich habe hier einfach mal so drei Teilchen vorgearbeitet. Und ihr würdet sagen, ich möchte bei einer Bluse von mir ein kurzes Ärmchen dran machen mit einem Puffärmel. Ja, das ist ganz einfach. In dem obersten Fall jetzt hier ist ja die Weite unten drin. Oben ist der Ärmel ganz flach gehalten, das heißt, ihr nehmt original euren Ärmelschnitt, macht euch am besten eine Kopie davon und zeichnet euch nun, wie der Fadenlauf ist, ab der Schulternaht in einem Abstand. Ich habe das ja jetzt hier etwas verkleinert, wie ihr euch das selber in der Breite je nach Größe ausmesst. Ich habe hier 2 cm bei diesem kleinen Teilchen genommen. Das könnte zum Beispiel für ein kleines Mädchen ein Ärmel sein. Aber das kann man verändern, sofern ihr beidseitig von den Nähten einen gewissen Abstand lasst. Denn die Weite soll ja nicht unbedingt so hier unter den Arm fallen, so extrem. Und dann zeichnet ihr, wie in meinem Fall hier 7 oder 8 oder auch nur 5 Striche hinein und schneidet nun jeden dieser Striche bis kurz vors Ende einmal ein. Ups, da habe ich ein bisschen zu weit geschnitten aufgrund dessen, ist der mir jetzt da oben auseinandergegangen. Das macht nichts, das kann ich euch trotzdem richtig zeigen. Denn jetzt legt ihr das wiederum auf ein neues Stück Papier,
Fixiert euch das an der oberen Stelle und dreht nun Stück für Stück diesen Ärmel auf in der Breite, wie ihr gerne den Ärmel in diesem unteren Bereich weitermachen möchtet. Wichtig ist es nun, wenn ihr das so weit gemacht habt, dass ihr versucht, diese Abstände ziemlich gleichmäßig zu machen. Das heißt, messt die genau aus und macht jeden Abstand von der Aufdrehung ganz genau gleich. Euer eigentlicher Armkugel hier verändert sich dadurch überhaupt nicht in der Länge. Das heißt, ihr könnt den wieder genauso einnähen, wie ihr es vorher in dem Teil gemacht habt, wenn ihr ein ganz normales Shirt oder Bluse oder Kleid davon gemacht habt. Nur was ihr hier auch sehen könnt, wie ich das so vorbereitet habe, nun könnt ihr den auch minimal noch nach unten, müsst ihr nicht, aber ihr könnt ihn minimal nach unten noch hier erweitern und zeichnet euch dann so einen neuen Schnitt raus. Dann habt ihr drei Möglichkeiten. Ihr könnt es entweder komplett hier unten einkräuseln auf die Weite, wie ihr das haben möchtet und setzt dann vielleicht ein kleines Bündchen unten dran, oder ihr könnt euch Markierungen machen, was ihr wo hier aufgedreht habt und legt kleine Falten, zum Beispiel alle nach hinten. Oder ihr sagt, ihr legt diese drei Falten zur Mitte hin und diese drei Falten auch zur Mitte hin. Und jedes Mal bekommt euer Teilchen einen ganz anderen Look. Der Ärmel fällt anders und er sieht jedes Mal anders aus. Das mit den Falten legen kommt besonders schön. Mal angenommen, der Stoff hätte einen Streifen drin und man kann das dann schön mit dem Streifen dann eventuell da legen. Das ist die eine Variante. Wem das nicht gefällt oder er sagt, nein, ich will ja die Weite nicht unten haben, ich will sie ja eigentlich hier oben haben. Ja, kein Problem. Dann machen wir genau das gleiche im Grunde wie bei dem, nur schneiden wir jetzt nicht von unten nach oben auf, sondern wir schneiden von oben nach unten auf. Und trotzdem machen wir nun jetzt wieder genau das gleiche, was wir hier gemacht haben, nur mit dem Unterschied, dass wir jetzt natürlich alles schön nach oben aufdrehen. Und auch hier wieder darauf achten, dass ihr die Abstände gleichmäßig aufdreht und dann diesen neuen Schnitt hier zeichnet. Jetzt hat sich allerdings das Armloch verändert. Das heißt, ihr solltet euch unbedingt hier, wo meine Schulternaht war, eine Verlängerung zeichnen und einen Knips hineinmachen, nachdem ihr diese Erweiterung gezeichnet habt. Und wie ihr hier sehen könnt, auch da könnt ihr gerne etwas mehr an Weite reingeben, solange ihr den Grundschnitt immer beibehaltet, um dann nachmessen zu können, wie weit war da meine Schulter. Und auch hier habt ihr jetzt wieder die Möglichkeit zu sagen, ich kräusele es komplett oben ein, dann bekomme ich diesen Look, einfach nur eingekräuselt. Oder ihr könnt wieder die Faltenvariante machen, egal in welche Richtung, alles in eine Richtung oder alle zur Mitte zugelegt. Oder, was auch noch eine Möglichkeit ist, ihr müsst euch natürlich für die Faltenlegung jetzt erstmal diese Verlängerungen von dem Eingeschnittenen, von eurer Erweiterung, müsst ihr euch markieren, bei jedem Einzelnen einen Knips machen und könntet dann dieses zu viel an Weite, was ihr jetzt hier habt, als kurze Abnäher nähen, sodass die dann aus dem Abnäher heraus plötzlich aufspringen. Und wenn ihr das bei allen macht, das gibt einen ganz tollen Look, kann ich euch nur versprechen. Also das ist die nächste Variante. Ja, und bei der dritten Variante, die ich euch hier aufgezeichnet habe, ist es ganz einfach so, die habe ich jetzt auch schon mal weiter auseinander gezeichnet, seht ihr hier. Die schneidet ihr komplett auf, komplett durch, zieht das Ganze auseinander, messt auch wieder ganz genau, welche Abstände ihr haben wollt und bei allen gleichmäßig. Vergesst nicht, eure Vorderteil zu markieren, vergesst nicht die Mitte
Und macht euch ruhig irgendwo anders noch einen Zusatzmarkierung, einen Knips hin, zum Beispiel beim Rückenteil, dass ihr das Teil ausmesst und auch hier beim Ärmel und sagt, hier bei 5 cm zum Beispiel mache ich mir jetzt noch einen Knips hin. Weil das erleichtert euch die weitere Arbeit dann, wenn ihr das Teil einnähen möchtet. Und wenn ihr das so dann auseinandergezogen habt, auch wieder an jeder einzelnen auseinandergezogenen Stelle wieder eine Markierung machen. Falls ihr es nicht einkräuseln wollt, dass ihr wieder diese Faltengeschichte übernehmen könnt. Und natürlich bei diesem Ärmel seht ihr auch hier jetzt, das ist natürlich jetzt ein Ärmel, der ist oben und unten gekräuselt, ist also wirklich ein richtiger Puffärmel von oben bis unten. Das wäre jetzt zum Beispiel auch ein Ärmel, der sich wunderbar machen lässt, wie es früher sehr, sehr oft gemacht wurde, dass da ein langer Arm draus gemacht wird. Das ist ideal bei dem. Die nannte man dann auch Schinkenärmel oder Hammelkeulenärmel, weil dieser Ärmel dann unten als enger Ärmel ab dem Ellenbogen ungefähr nach unten bis zum Handgelenk gerade bzw. eng geschnitten wurde. Kann man sich ja vorstellen mit dem engen Ärmel dann unten drunter ab dem Ellenbogen, dass es dann wie eine Keule aussieht. Deshalb wurde das auch so genannt. Hat eine ganz tolle Wirkung. Sieht man zum Teil auch heute wieder an gut gemachten Blusen. Ich habe das neulich mal bei einer Bluse gesehen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Sind also alles verschiedene Varianten, die man alleine aus so einem kleinen Ärmelchen machen kann. Und das ist ja das Tolle an der Sache. Und da stehen ja wieder mal euren Fantasien überhaupt nichts im Wege. Und das solltet ihr ruhig mal machen. Und wenn ihr es nur bei einem kleinen Kinderteilchen mal probiert, das ihr eventuell nähen möchtet. Und hier habe ich gerade noch eine Zeichnung, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Das ist ein sogenannter Bischofsärmel, der eine eigentlich normale Kugel hat, nur dann genau hier in dem Bereich, sprich wo der Schlitz ist, also im Hinterärmel, einmal aufgedreht wurde. Also ich kann den eigentlich im Grunde hier zusammenfalten, wo meine kleine Markierung ist, und würde den so zusammenfalten und dann habe ich wieder meinen normalen Ärmel. Und hier nur aufgeschnitten, wo der Schlitz ist, wie gesagt, und dann aufgedreht zu der Weite, wie ihr sie möchtet, und dann fällt der so schön. Das kann man auch sehr, sehr schön machen bei einer Bluse wiederum. Und wenn man dann mit Kontrast arbeiten möchte, dann seht ihr hier, müsst ihr natürlich um den Schlitz herum, um den ganzen Saum herum den Kontrast schneiden, der dann von links angenäht wird, also von innen, um dann rechts drauf gesteppt wird, nachdem schon die Naht geschlossen war, damit man das schön in einem machen kann. Also das jetzt nur noch mal zu einer anderen Variante von einem Ärmel, aber das sind allen Ideen überhaupt keine Grenzen gesetzt. Und deshalb möchte ich euch jetzt noch mal, was so ein bisschen in die Geschichte des Ärmels reingeht, ein paar wunderschöne Fotos zeigen, die ich in alten Büchern von mir habe, was die Geschichte des Kostüms oder der Mode angeht. Die möchte ich euch nicht vorenthalten, weil das sind ein paar wunderschöne Ideen, gerade hier für die Puffärmelchen, und ist vielleicht auch das ein oder andere Bild vielleicht ein bisschen zum Schmunzeln dabei, weil es einfach so herrlich war, was früher an Mode für die Menschheit gemacht wurde. Da hat so viel Herzblut drin gesteckt, da waren so viele Ideen. Da wünschte ich mir so sehr, das würde manchmal in irgendwelchen Kleidungen heutzutage noch übernommen. Das Ganze hat sich leider so ab 1910, 1920 sehr verändert und man hat solche schöne Sachen, wie ich euch jetzt zeigen werde, gar nicht mehr gesehen. Also schauen wir uns mal ein paar Bilder an. Und hier zur Aufmunterung und zum Anschauen, ja, was ziehe ich an? Wie ihr seht, haben selbst Männer da schon immer ein Problem gehabt, ob das jetzt ist oder in der Vergangenheit. Und hier sind schon für euch die ersten Eindrücke und Bilder von der Mode von langer Zeit, von 1400 und noch weiter zurückgehend. Ihr seht, wie wunderbar da Ärmel verarbeitet wurden. Da kann man heute nur von träumen.
die wallenden großen Satin- und Brokatstoffe. Ist das nicht eine Augenweide, diese Dame hier mit diesem Wahnsinnsärmel? Ja, und auch hier wurde Material en masse verwendet. Und das hat bestimmt von den Farben her fantastisch ausgesehen. Ich kann mir das bildlich vorstellen, aber leider habe ich davon nur diese Schwarz-Weiß-Bilder. Aber ich wollte sie auf alle Fälle auch mit euch teilen, wenn wir schon das Thema Ärmel drauf haben, dass wir da wirklich einmal ein paar Bilder sehen. Diese Raffungen hier, diese Weite, die in den ganzen Ärmel von oben bis unten in verschiedenen Teilen eingearbeitet wurde. Und dieser stolze Fahnenträger hier mit seinem weiten Arm, das ist doch fantastisch. Auch hier wieder verschiedene Farben und Materialienmix, um diesen Ärmel besonders da rauskommen und wirken zu lassen. Und hier haben wir natürlich einen ganz typischen klassischen Keulen- oder Schinkenärmel, den ich vorhin beschrieben hatte. Und hier der stolze Herr mit seinem kleinen Sohn. Einfach genial. Hier endlich mal eins in Farbe. Da können wir auch ganz viele verschiedene Ärmel Variationen und Verarbeitungen sehen und ihr könnt gerne natürlich das Video an jeder x-beliebigen Stelle anhalten, um euch die einzelnen Bilder vielleicht einmal genauer anzuschauen. Auch hier eine Armvariante mit einem Carmen-Ausschnitt, das natürlich ganz besonders schön wirkt mit den offenen Schultern und hier geht es schon weiter. Natürlich möchte ich euch in allererster Linie auch nur ein paar Eindrücke von solchen wunderbaren Arbeiten geben. Schaut diesen Puffärmel an, der ist doch ein Traum. Auch diese Varianten wieder hier. Es ist so schön, das zu sehen. Und wenn ihr mal vorhabt, für euch ein schönes Cocktailkleid zu machen, wo ihr eine andere Variante sucht und nicht wisst, ach, was mache ich denn jetzt aus diesem feinen Stoff? Auch das ist jetzt wieder ein Keulenärmel, sieht man nicht ganz so, weil der Puffärmel darüber einfach so riesig ist, aber einfach eine tolle Wirkung hat. Ja, wie gesagt, wenn ihr mal was ganz Besonderes machen wollt, dann schaut mal in alten Geschichtsbüchern nach, denn da bekommt man die Ideen, da bekommt man mehr Ideen als aus irgendwelchen Modemagazinen, die heutzutage zum Teil am Markt sind. Ja, da könnt ihr auch tolle Sachen finden, ist ja keine Frage. Nur wirkliche Ideen, die kommen eigentlich auch für viele Modemacher, die jetzt ganz, ganz groß da sind, die kommen eigentlich aus der Geschichte. Denn die haben noch richtig gute Stoffe und vor allen Dingen auch Ideen verarbeitet. Ja, und damit, meine Lieben, komme ich schon zum Schluss von heute mit einem Bild bzw. einer Illustration aus dem Jahre 1897. Es stellt oder soll die Jugend von damals darstellen bei einem Tingeltangel-Sister-Tanz. Ich wollte euch damit noch ein Schmunzeln auf die Lippen zaubern und sage für heute Tschüss. Ich sage danke fürs Zuschauen, freue mich wie immer auf eure Kommentare und sage bis bald, eure Lilo.